sein? Yes. If a catastrophe were imminent, it would naturally be preceded by a sign. It can't be. Convey these orders to all troops. Pull the front line back to the Bionis Arm. All units, withdraw from the front at once! Sir, are you sure? Victory is in our hands, Your Highness. We must strike the final blow. Do you not realize where we are? Sir? Listen to me. We are on the sword of the Mekonis! Calm down! Calm down! It's moving! Oh. Are we too late? Melia, be safe. All units retreat! Immediately! The Mekonis is about to awaken! Damn it! I was counting on you, runt. What's happening? It's like we're floating in midair. Fiora, are you doing this? Lady Maynard, you have awakened once more. This light. Was it you who saved us when we fell from the fortress? Maynard, where's Fiora? It's okay. I'm here too. After all that occurred at the fortress, my soul was exhausted. But I was revived by the cry of a young Holmes, by his wish to protect you all. Gaddo. If he had not acted as a shield, I would have been unable to save you. I am sorry. Gaddo saved us. Now he's... The Mekonis! Where's Egil? Shug! Do you hear it? The awakening of the Mekonis! This is my pain. The pain of my people, echoing through the millennia! The Mekonis Arm! No! 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 Fall to your deaths, worthless insects! Stop this! Kallion and the others are still on the sword! Our friends are going to die! Stop! Kill him! That murdering monster is gonna pay! Atharon! Fiora? Sorry. I can't do it. Fiora! Where are we? That was a close one, but we made it. Alvis, you are aboard Junx, the Machina ship. It was he who informed us that you were in danger. I'm glad we found you in time. Thank you. Hey! What a stroke of luck! You're still alive! Dixon! Das war gerade super, wie Dixon da runterkam. So you were unable to stop Egil.
Sorry, Father. I have failed you. Venea, there's no need to apologize. So, what do we do now? At this rate, that blasted Eggle's gonna destroy Bionis. Alvis, what happened to the Allied force? I informed His Highness of the possibility that the Meconis would awaken. His Highness is wise. He will have acted to minimize casualties. That's good. Brother, there is still time. Fiora? No, you're... So it is her. The Meconis and I exist as one. Egil is using ether energy absorbed from the Bionis to force it to move. There is still time before the Meconis fully adapts to the ether. Egil is at the core of the Meconis. He will be controlling the Meconis from there. Only by destroying the core will you be able to stop the Meconis. But how are we to get there? The Meconis capital is destroyed. Father, how much remaining energy does Junx have? Don't worry. I made sure to fill her up. On the back of the Meconis is a huge cooling duct. We should be small enough to enter the control core section via the duct's heat transfer conduits. Junx can take us as far as the duct. You have our gratitude. We must go there at once. Then let's get a move on. This one's for Gaddo. Hear, hear. Too right. Gaddo's wishes live on through me. We will fight to the end. It's almost time to finish this. When you are ready to depart for the Meconis, let my father know. I will prepare the vessel. Understood. Oi! Look at that! What the... There is little time left. We must stop Egil this time. It is in your hand, Shulk. I know. Was war... Was meinte er jetzt mit, es ist bald Zeit, das zu beenden? Also, boah, ganz ehrlich, dieser Dixon und Alvis, die beiden, boah, was ist mit denen? Oh Mann, ich will wissen, was jetzt hier los ist und so. Was wollen die, oh, ich bin ja falsch, was wollen die beenden und, oh Gott, Mann. Ja, egal. Komm, wir machen jetzt hier weiter, würde ich sagen. Habt ihr euch gut vorbereitet? Das hier ist der Meconis Kern. Ihr wisst, was uns dort erwartet. Seid ihr bereit aufzubrechen? Ja.
Venea! I am sorry. For Lady Maynard's will to be realized, I had no choice but to use your body. Even so... Actually, I'm grateful. Thanks to this body, I got to see Shulk and the others again. Where is Lady Maynard now? Shall I call her? She is usually asleep. Maybe she just doesn't want to disturb me. It's an unusual feeling. Two hearts in one body. It's not every day you get to experience something like this. I see. That is a great relief. It's as if I can see into our heart. We each know what the other's thinking, but it's strange. It feels like there's a part of my heart that's hidden. It's the part that holds Manus' feelings, and I can't see them. Maybe it's only natural. Everyone has one or two secrets, right? But I know how much she cares about this world. That's why I'm happy to let her use my body. Fiora, I think Lady Maynard is glad that she met you. Yeah, I know. Shulk, good news from His Highness. The Allied force retreated in time. Casualties were kept to a minimum. Glad to hear it. That's great news. All areas are being prepared for evacuation. We can only hope they make it. We won't let them down. This is one fight we can't afford to lose. Hereupon, Ricky, all set! Ricky, bound some heads! We'll go with you. Can't beat strength in numbers. Really? You're a tough old-timer. What's this? The old fossil wants to tag along. As long as you don't slow us down. Let's see who makes it through the battle. We're here. Everyone ready? Ready. Anytime. Leave it to Hereupon Ricky. Hey, Shulk. What is it this time? Stop worrying and come on. The Monado isn't at full strength. I don't know if it can beat Egil. You're talking about that apocryph, whatchamacallit thing. Don't worry. He's no match for all of us together. At least the previous encounter allowed us to gauge how he fights. We won't make the same mistakes again. The core is directly linked to the Apocrypha generator. Destroy the generator, and the Apocrypha field will deactivate, allowing Shulk's Monado to function properly again. Now you tell us. I wish you'd said something earlier. Oh, Shulk, did you hear that? Looks like you'll get your wish. Something's not right. What? Egil. He called me Zanza. The same Zanza who devastated Mekonis. What did he mean? He was just trying to get to you. I told you before, right? I haven't had any visions lately. Yeah? But I still know
If I concentrate, I feel like something will happen, and it does. Are you saying you don't need a vision to know what comes next? Pull the other one. Ryan, you're going to scratch your head with your right hand. What are you on about, Shulk? Stop playing around. Oh. But how did you do that? I can't work it out. Ever since we came to Mekonis, my abilities have been changing. Why would that happen? If it's true that Zanza used the Monado to lay waste to Mekonis, then is it right for me to use it? Is what I'm trying to do really the right thing? Shulk! Man. Your control of the Monado has always been flawless. It never crossed my mind that this would happen to you too. Are you sure you're okay? Perhaps you are suffering this much because you put all your energy into fighting the effect of the Apocrypha. Ain't you learnt yet, Shulk? How many times do I have to tell you? If something's up, you've got to spit it out, man. I ain't just talking about visions. I mean, whatever's on your mind. All right? Sorry, Ryan. Don't go apologizing. It's my fault for not noticing. Let's get one thing straight. I've still got your back. Thanks. No. Huh? Prepare to die. Shulk. No. Zanza. This wasn't caused by the Apocrypha. It's a completely different kind of power. Shulk! What's happening to me? I know I should be glad we made it this far, but if we don't find the Apocrypha generator soon... Exactly. The fight against Egil's not going to be easy with the Monado in its current state. And we don't know what kind of toll it'll take on Shulk's body. We have to destroy that generator. It's up ahead. Shulk? There's a strong energy coming from up ahead. That has to be it. Really? Yes. Then this is it. Egil's gonna be scrap metal when I'm through with him. Okay. Also erstmal eine Sache gerade, das war irgendwie witzig, dieser Musikwechsel gerade. Wir hatten ja erst die Szene mit Venea und, das kann ich nicht, gerade zu öffnen, ich kann es ja gar nicht sehen, wo ich hin kann. Ich werde erstmal kurz hier hinlaufen, ob noch was ist. Jedenfalls erst die Szene mit Venea und Fiora, wo so voll die ruhige und schöne Musik lief, und dann kam plötzlich die Szene, wo mit dem Schiff durch die ganzen Strahlen da geflogen sind. Ich denke mal, ich weiß nicht, was das war, aber ich denke mal, das war irgendwie so halt quasi ein Abwehrmechanismus vom Mekonis oder so, also dass der halt auf uns geschossen hat oder so, keine Ahnung, aber jedenfalls. Und dann halt das Mechanical Riven Theme. Das war so, die Musikwechsel war mir witzig. Und dann noch was, ich habe eine Theorie, ich kann vielleicht sein, dass irgendwie jetzt, Sansa ist ja jetzt, gestorben und so, also eher nicht gestorben, aber, ja, wir haben ja gesehen damals, wie halt quasi dieser Speer ihn getroffen hat und ich sag mal, dadurch sein Körper zersetzt wurde, aber wir wissen ja, er lebt halt eigentlich noch. Was wäre jetzt, wenn er jetzt irgendwie quasi in
Shulks Körper wäre, wie halt bei Fiora mit Lady Maynith. Kann das sein? Das wäre möglich, zumindest kann ich mir das vorstellen. Und dadurch ist er halt auch gerade die Schmerzen zustande kamen und so. Diese starke Energie und so, was weiß ich. Und er dadurch auch halt besser, also direkt die Zukunft sehen kann, ohne halt eine Vision. Kann ich mir das vorstellen. Ich bin gespannt, was da noch rauskommen wird, aber ich kann es mir halt vorstellen. Aber ich denke mal, wir nähern uns langsam so Richtung Finale. Weil, ja, es fühlt sich einfach langsam alles sehr final an, sage ich mal. Es fühlt sich langsam sehr final an. Deswegen denke ich mal, werden in ein paar Parts das Finale haben. Ich kann es kaum glauben, ganz ehrlich, Leute. Ich kann es echt nicht glauben. Das LP hat Anfang, Ende 2015 angefangen. Und jetzt sind wir Mitte 2017. Ich find's echt krass. Also das LP kam damals relativ wenig, wegen meinen Aufnahmeproblemen und sowas in Richtung. Deswegen hat sich's halt einfach so in die Länge gezogen. Jetzt inzwischen kommt's ja öfter. Wenn ich ja keine Zeit habe, kommt's mal nicht, aber inzwischen versuche ich halt, dass es immer öfter kommt und so. Und ja, wir nähern uns dem Finale langsam, Leute. Das kann ich spüren. Es hat einfach alles eine richtige Finalstimmung. Und ich bin echt gespannt. Ich bin gespannt, wie einfach alles erklärt wird. Wir haben halt schon relativ viele Dinge erklärt bekommen. Aber ich meine jetzt auch so Dinge wie das, was gerade mit Schulk passiert ist. Wieso hat er jetzt so viel Schmerzen geführt und so? Und außerdem noch was nebenbei, der Synchronsprecher von Schulk. Es ist mir schon so oft im Spiel aufgefallen, aber der ist so gut. Allgemein, ich mag die Synchro des Spiels total gerne, aber Schulk ist nochmal so ein ganz kleines Level. Das sieht ziemlich cool aus da hinten. Ein ganz kleines Level besser als die anderen alle. Also, der Sprecher von Schulk ist wirklich genial. Wir können mal die ganzen Sprecher der Hauptcharaktere durchgehen. Den von Schulk, wie gesagt, finde ich genial. Der von Fiora ist auch ziemlich super. Der von Rain, man kann ihn halt sehr schlecht verstehen, weil er halt seine typische Sprachweise hat und so, aber ich mag ihn trotzdem total gerne. Er passt voll gut zu Rain, deswegen, ja, finde ich okay, dass es der Sprecher quasi ist. Der von Ricky passt auch total gut zu Ricky. Der von Dunben passt auch einfach total gut. Wie gesagt, einfach alle Sprecher passen meiner Meinung nach ziemlich gut zu den ganzen Charakteren. Und sie machen halt alle einen ziemlich guten Job. Also die Synchro ist wirklich so ziemlich einer der besten, die ich so in einem Videospiel bisher hören durfte. Vielleicht sogar die beste. Also, wenn ihr jetzt so gerade spontan sagen müsste, was meine drei Lieblings-Synchros in Spielen sind, dann Tales of Berseria, das hier und Dragon Quest 8. Das sind eigentlich so meine persönlichen Lieblings-Synchros sozusagen, wenn man das nennen kann. So, was ist das denn hier? Oh. Wollte ich hier hin? Gesichtszentralwartung. Das ist spannend. Ha! Hier werden also die Gesichter hergestellt. Wobei, ob sie hergestellt werden, weiß man nicht. Aber ebenfalls heißt gewartet. Okay, das ist interessant. Okay. Aber es sieht nicht so aus, als ob ich hier hin müsste. Deswegen gehe ich mal zurück. Ich denke mal, wir machen jetzt noch eine Cutscene, weil ich denke mal, es wird eine Cutscene kommen. Oder halt ein Dialog oder was auch immer. Und dann wende ich das mal. Übrigens, ich finde es super, dass er diese Musik spielt. Ich finde die so großartig. Ja, okay. Dann geht's weiter, würde ich sagen. It's just as I thought. The Monado feels the same as it did before the Apocrypha took effect. No. It feels even more powerful. The Bionis Monado and this Monado, they have to be connected somehow. Because you aren't here, not anymore. Why am I remembering that dream? Why now?
Without the power, I can't stop Egil. I have to concentrate. All I have to think about is how to stop the Mekonis. If the Monado does bring about the end, then I know what to do. Fiora! Shulk, what were you thinking about? Nothing. So... it's like that, is it? Really, it's nothing. Listen, Shulk. If it's too hard for you to handle on your own, talk to me. Huh? Fiora... You can tell any of the others as well. We're all here for you. Don't forget that. You're right. You're here for me. Of course. And don't overdo it, okay? We all saw what happened. Is your arm okay? Yeah, it's not bad. I'll live. Oi! You two! Is something up? No! It's nothing! Come on! Mm-hmm. Shulk... You can... Was war jetzt mit Melia? Wollte sie irgendwas... Wollte sie irgendwas zu ihm sagen? Ha! Das könnte auch noch spannend werden. Aber okay. Ich würde sagen, das reicht für heute erstmal. Im nächsten Part... Ist das denn der Generator? Wenn ja, ist er ziemlich groß. Im nächsten Part... Oh ne, wahrscheinlich bringt uns der Teleporter dorthin. Im nächsten Part werden wir dann sehen, wie es weitergeht. Ich bin schon sehr gespannt. Aber ich verabschiede mich für heute erstmal. Bis dann und ciao. Euer Hero. Tschüss.